Hallo und willkommen zu Part 123 der Legend of the Tears of the Kingdom. Wir machen weiter hier, wo wir gestartet sind. Weiß nicht, was machen wir jetzt noch hier? Kann mich irgendwie nach oben bohren, teleportieren? Nicht wirklich. Ich muss ja also normal ausgehen. Weiß nicht, was machen wir heute? Was machen wir jetzt noch in diesem Part? Könnten wir ein bisschen erkunden und schauen, wo Koks sind. Und ein Schrein ist hier auch noch in der Nähe, glaube ich. Ich kann mich eben auch nicht wirklich hier teleportieren, oder? Doch, damit wir schon mal auf den Berg kommen. Wäre quasi nicht schlecht, wenn wir jetzt da oben landen würden. Aber auch nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie an einem Ort, der mir nichts bringt. Das ist, glaube ich, nichts Wichtiges hier. Da hinten ist ja noch ein Schrein und da hinten auch noch eben. Und vielleicht finden wir auch ein paar Crocs, die ich noch sammeln kann. Ja, wir haben jetzt eben alles gemacht. Wir kennen noch nicht nach Gerudo eigentlich. Das wäre viel zu früh. Wir können aktuell noch nicht nach Gerudo gehen. Das wäre irgendwie zu früh, wenn wir jetzt schnell ins Gerudo gehen. Klar, obwohl, ach, wir können unten jetzt hier einfach mal so ein bisschen die Welt. Weil ich habe jetzt wieder die Quest schon gemacht, die ich unbedingt machen wollte jetzt zum Part. Und jetzt können wir hier noch mal eben mal schauen, einfach mal schauen, was wir so machen können hier. Das geht aber nicht selbst nach oben, nicht ein Fall wieder runter. Entlegt ist er dann langsam mehr geklettert, das wäre das so einfach hier. Aber nein, er muss immer so lange brauchen mit allem. Es ist ja auch das Schneegebiet. Da ist wirklich alles langsam und ich glaube, ich komme da nicht rauf. Komm, Link, du musst jetzt hier raufkommen und ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie da runter zu fallen. Sag ja, in Zeitparts kann man nicht viel machen in diesem Game. Deswegen ja, aber ich kann nicht anders machen. Ich kann nicht mehr Parts produzieren als nur zwei der Woche. Ach, das ist doch alles. Warum fliegt er jetzt einfach wieder runter? Ich dachte, er kann da oben laufen, dieser Idiot. Ich dachte, er kann da oben laufen, aber nein, er kann nicht da oben laufen, auch wenn es so aussieht. Es ist doch viel zu hoch, ich komme da nicht rauf. Wenn du so wenig Ausdauer hast, dann kannst du eben auch diesen Gamekampf so machen. Und Link brauchst du alles für alles ewig gefühlt. Ich will was zum Ausdauer auffüllen? Nee. Komm mal nicht rauf. Da kommen wir aktuell nicht rauf, ist das Problem. Es ist zu hoch. Das sind irgendwie auch noch. Ey, warum sind die da? Stecken die irgendwas? Warum sind die hier, diese Ranken? Alle Fälle sind sie hier. Ach, das ist eine Truhe, die waren nur eine Truhe, okay. Und den Eisschleim. Was ist da drin in der Truhe, ist die Frage eben. Ein Schild der Winde. 14, der Lieblingsschild der Ohnkrieger. Dank seiner wundersichtigen Form findet er den Träger nicht beim Laufkampf, okay. Ich würde sagen, dass wir den warmen Schild dadurch. Schild, das ist ein neuer Schild, den müssen wir fotografieren. Schild der Orni. So. Dann müssen wir uns eben einen Blick darauf irgendwie einen Weg suchen, weil wir hier nicht weiterkommen. Weil es ist sogar noch irgendwo ein Schrein hier auch sein. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht ziellos rum in diesem Part.
Das Ganze ist eben schon sehr hoch. Wir haben eben kaum Ausdauer bis jetzt. Und Link ist so verdammt langsam in allem. So. Und auf alle Fälle, wenn die Story kommen würde, müsste ich mich auch mal ein bisschen angrenzen, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja schon ein bisschen was erkunden. Schon kack zu sein, oder? Ja gut, so was wie der Betetris zu sagen. Oder? So. Das ist zwar eine blöde Art, ihn zu besiegen, aber das Problem ist eben, dass er das nicht irgendwie. Mann, ich hasse es! Ich mach das eben überhaupt nicht. Mann, next Star Force, nehme ich auf den Keks. Ich glaube, das war jetzt klar. Ich sollte nicht kämpfen. Das ist Blödsinn. Ich sollte es wohl lassen. Ich sollte es wohl einfach lassen zu kämpfen in diesem Game. Das bringt gar nichts manchmal. Warum bin ich aktuell so schwach eigentlich? Habe ich jetzt echt diesen Schritt nicht dran? Doch, ich habe ihn, okay. Das ist doch schon gut, aber ich komme damit eben nicht weit in diesem Set aktuell. Die Story wird mir auch nicht viel bringen. Wenn ich so eine Verteidigung habe, dass die mich einfach komplett killen, dann habe ich auch in der Story keine Chance. Das ist halt auch wieder ein Gegner, oder? Gefrorenes Edelwild. Durch Kälte, steinert gefrorenes Wildfleisch füllt ein wenig deine Herzen auf und kühlt den Körper, dass du Wüstenhitze vertrotzen kannst. Okay, das wäre schon mal gut für die Wüste. Ich habe gesagt, das wird sofort alles abspeichern, weil ich habe keinen Bock, mal so weit zu laufen. Du wirst eben jetzt jeden Kampf irgendwie aus dem Weg gehen. Trotz vieler Herzen haben wir keine Chance. Der Stand gegen Exalfos haben wir keine Chance gefühlt. Das wird diese Viecher nicht so stark wären. Dann würde ich irgendwie noch eine Chance haben. Die sind alle so stark. Ich weiß, ob man diesen Part überhaupt beschaffen. Weil das war schon eine gute Sache, ihn damit anzugreifen, mit diesem Teil auf ihn drauf zu schmeißen. Aber das Problem ist eben, der hat so viel Leben, der lebt das mit Leichtigkeit. Ich verstehe echt nicht, was da Krux sein sollen. Und hier soll auch irgendwo ein Schrein sein. Sind das jetzt Gegner oder ist das jetzt irgendwas Hilfreiches?
Okay, das war nur so ein Namengedöns. Es ist eine Truhe, du Idiot. Nichts zum Draufschlagen. Daran ist ein stabiles Namensschild. Wenn du den Sohn erwendest, aus Nanium gewettigt und ziemlich wirkungsfähig, dank des aus gefestigten Sohn der Bauteilen. Gut, welche Waffe macht man dafür jetzt weg? Den müssen wir auch selbst wieder fotografieren. Ja. Ja gut, jetzt haben wir jetzt einen scheidenden Schild wieder. Aber das Problem ist eben, ich bin hier komplett ausgeliefert. Und ich habe das noch nicht so weit, das ist ein paar, das ist das Problem auch. Weil ich diesen Ort eben auch kaum kenne. Nö, ist doch irgendwo auch noch ein Schrein, oder? Es will einfach nicht aufhören. Weiß nicht, soll man wieder zurückgehen? Weil ich finde nichts mehr. Obwohl doch, ich weiß, wo das Schrein ist. Da ist eine Eiswand davor. Oder? Komm, das muss doch mal jetzt ein Schrein sein. Ich möchte irgendwas geschafft haben, diesem Paar doch mal. Weil jetzt ins Gerudo-Tal können wir eh nicht gehen. Da sollen wir eigentlich noch nicht hin, auch der Story eben. Was sind das so viele? Entdeckt. Höhle am Bergfluss. Ja, aber wo ist jetzt der Schrein? Oder ist es ja, oder ist hier überhaupt ein Schrein? Oh nee, das sind wieder Fickets. Das sind die Starfors drin. Ich möchte lieber nicht befreien, wenn ich ehrlich bin. Immer alles freischmelzen, ne? Das dauert ja so lange. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Schrein da unten drunter ist. Oh nee, jetzt ist doch was irgendwas hier. Ach du Scheiße. Ach man, das ist doch zum Kotzen, dass wir schon so Viecher sind. Ja. Okay, wir schaffen mal gar nichts mehr, weil wir downgedütet werden. Es ist doch überhaupt nicht sein. Ich meine, was wir machen könnten, wo ist dieser verdammte Schrein, der hier sein sollte? Ich komme jetzt nur bei irgendwelchen Viechern an, die mich irgendwie alle killen wollen. Ich weiß nicht. Das muss doch irgendwo hier sein. Der Schrein muss doch hier irgendwo sein. Ich frage es bloß wo. Oder ich gehe raus. Und mache eben nichts. Warte, schaffen wir nichts. Wir sind zu schwach, ist das Problem. Also wir könnten mal ein Schild umrüsten vielleicht. Dann könnte ich was dagegen machen. Wir könnten den Schild umrüsten, den wir hier haben. Wir brauchen den Nodoniten eben nur. Genau, hätten wir mindestens ein stärkeres Schild. Sonst gegen den Wind, dass wir auch zum Schützen mitnehmen können. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist dieser Schrein? Muss hier irgendwo sein hier, oder? Hier ist gar kein Schrein.
Weil das schmilzt gar nicht, oder? Nee, das schmilzt überhaupt nicht. Und da sind nur Viecher drin. Was ist hier bloß? Wo muss ich hin, ist die Frage. Ich kann das ja nicht schmelzen, oder? Ja, das Ganze, was einzig schmilzt, ist es. Was ist besser, wenn ich nach oben gehe? Jetzt bin ich eben hier oben. Weil ich glaube nicht, dass der Schrein hier oben sein soll. Der Pat ist sowas von uns. Aber ich weiß eben auch nicht, wo ich hin soll. Aktuell, so wirklich. Okay, jetzt haben wir was gefunden, ein Groggy. Okay, das war jetzt unwartet, dass ich jetzt einen Grog finde. Hey, schon gut, aber der Schrein scheint hier nirgendwo zu sein. Ist ja alles schön gut, aber der Schrein, der kommt eben überhaupt nicht in Gang. Nächstes Gebiet macht irgendwie auch keinen Spaß mehr, weil ich nirgends vorankomme. Lass uns da mal reinwagen. Jetzt positiv, wir haben schon mal einen Krog geholt. Das wäre jetzt nicht alles sonst gewesen hier. Wenn wir wenigstens irgendeine Chance hätten, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ist das Problem. Das Einzige, wo ich hier durchkomme, ist da, aber das sind auch nur Viecher. Das ist das Problem. Da sind ja nur Viecher hier drin, das ist das Problem. Aber ist hier sonst nichts. Und das können wir nicht zerstören, oder? Das können wir, glaube ich, nicht zerstören, oder? Nee, denen macht es gar nichts aus, diesen Wänden. Ich komme da nur nach unten. Das Problem ist, es sind eben so viele von diesen Viechern. Warum muss der von mich hinten auf gleich treffen und fast schon kaputt machen? Das Problem ist eben, die machen mich fast halb tot, ist das Problem. Ist schon mal einer tot. Das einzige Problem ist eben, dass der hinten schießt. Also irgendwie habe ich dann noch eine Flossenopfer gemacht, die irgendwas schießen kann. Aber geht jetzt weiter hier. Das ist ja schon ein guter Weg. Ich kann doch hier nicht. Da oben ist was. Da oben geht's weiter. Also da oben geht es weiter, wie es aussieht. Ach, da ist der Schrein eh schon. Okay. Otaka-Schrein. Ja, mehr schaffen ist ein paar doch nicht mehr. Mehr schaffen ist ein paar doch nicht mehr als diesen Schrein. Mehr kriegen wir nicht hin. Ja, gut. Muss auch nicht sein. Hauptsache, wir haben irgendwas geschafft. Hoffentlich kein
sehr Schrein bahnt, läutet die eine Übel aus vergessenen Tagen. Auch nicht schon wieder so ein Toro-Toro-Schrein. Nur jenes sei dazu gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Also schon wieder eine Quest ohne Werkzeug. Das geht mir dann echt auf den Zeiger, weißt du. Nicht, dass ich auf den, es geht eben nicht auf den Zeiger, aber es ist langsam irgendwie auch komisch, dass es schon so viele Missionen gibt, nur mit irgendwelchen ohne Waffen eben. Und ich nicht weiß. Da oben ist was. Komm ich aber nicht rauf, komischerweise. Da komme ich nicht rauf. Muss irgendwie darauf. Das könnte ich mir einen Vorteil verschaffen. Wenn ich da oben bin. Was habe ich denn überhaupt alles? Bogen mit 10 Pfeilen, okay. Da lässt sich was machen. So, der hat schon mal ausgesorgt. Ich habe ja nichts zu verbrennen, hier ist das Problem. Obwohl, nee, ich muss nur das Tab schießen. Da ist ein alter Holzbogen. Okay, der kann... Ich habe eben jetzt noch 6 Pfeile, das ist das Problem. Die Frage ist eben jetzt, wie viele von diesen Feuchern hier rumlaufen. Och nee. Wenn man auch mal stehen bleiben würde, dieses verdammte Vieh. Habe ich ein Schild überhaupt? Nee, ich habe kein Schild. Ich habe diesen verdammten Blödsinn hier. Na gut, so schwer ist der gar nicht zu besiegen. So. Die Waffe, wo ist die Waffe hingefallen? Da unten. Das ist wie ein großer, verrostete Hellebarde, wäre das okay. Die hat schon mal eine größere Angriffskraft, die würde man sagen, für mich bei diesen. Mit diesen Beta-Konstruktoren auf dem Boden. Machen daraus eine Waffe mit 11 und dann eben noch da. Und das machen wir eben. Ja, ich bin reich mit die Waffe auch. Was ergibt sich dann daraus? Na gut, das habe ich wohl erst verbrannt, wie es aussieht. So. Und da ist nichts, okay. Die Frage ist eben jetzt, wie geht es jetzt weiter hier? Wie viele von diesen Viechern müssen wir noch besiegen? Ist hier was Fass? Och nee, es sind 2 von diesen Riesenviechern. Ja, die wäre es halt ratsam, irgendwie anders zu besiegen. Das Problem ist eben, hier machen einen Schlag und ich bin down. Noch nicht ganz down, aber trotzdem fast down. Ach, das ist eine. Ach, nee, jetzt kommt noch ein zweites her. Ach, nee, jetzt macht der Helikopter Gedöns. Wenn die wenigstens einmal stehen bleiben würden. Mann, ich bin gerade echt ein bisschen problematisch geredet. So ein Großschwert, aus einem gefertigtes das Schwert, der Sohnau bei der These. Ja, habe ich nicht irgendwie noch für die. Komm, das muss jetzt irgendwie hinhauen. Komm, es ist noch ein paar Viecher übrig. Das kann nicht in Ernst, dass jetzt alles komplett verloren geht. Wir haben eine Stachelkeule. Ja, und dann haben wir noch das hier. Das können wir mit dem verbinden. Machen draußen 19 Waffe.
Okay, das Problem ist eben, wir haben noch kein entschädigtes Problem. Man treibt sich noch so ein Viech rum, okay. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt? Noch einen Pfeil. Das bringt mir nicht viel mit diesen Typen. Es wäre, glaube ich, der letzte Typ, den man noch besiegen werden muss. Es wäre schon ratsam, den irgendwie anzugreifen. Da kann ich aber nicht. Na gut, eben mehr konnte ich ja nicht machen. Ach nee, der macht mich komplett tot. Nein! Das war dumm am Ende, muss ich wirklich sagen. Das war dumm. Ich möchte aber jetzt noch diesen Schrein schaffen. Ich möchte ihn schaffen. Laber mich nicht voll. Das ist aber echt nicht einfach. Du kannst die ersten Baba besiegen, aber das Problem ist eben, dass du am Ende dann doch wieder dazu zurückkommst. Ja, das kann so ein Schrein sein, der sich jetzt ziehen wird. Weil ich habe eben nichts zum Heilen. Und das sind eigentlich Neutmannsleben. Ich sollte am besten meinen Pfeil nicht verschwenden. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich Blödsinn. Ja gut, da ist eben ein Bogen drin, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte meine Pfeile nicht verschwenden. Man kann das Viech auch nicht irgendwie abhauen. Mann, ich darf mich nicht treffen lassen. Mann, ich mache alles falsch. Das war schlecht. Daraus eine Ehrewaffe. Das kann zu in die Hose gehen. Naja, mit so einem besiegt das Problem ist eben, wir können uns nicht heilen. Ein Fehler und ein bisschen down. Ehrlich, Mann, das ist echt nicht einfach. Klar, es werden jetzt schon sehr viel Schaden zugefügt, aber das Problem ist eben, die sind so schnell. Und ich habe nicht so viele Pfeile dabei, ist das Problem. Wie habe ich davon überhaupt? Und ich habe 11 davon. Okay. Und das Problem ist eben, jetzt schmeißt mir auch schon wieder irgendwer mit Steinen ab. Probleme sehen, dass ich hier nicht irgendwie kann. Das Problem ist eben, dass diese Viecher so schön angreifen und so starke Waffen haben, dass sie mich mit einem Schlag killen. Das Problem ist eben, dass ich genau an der Stelle rumstehen, wo ich. Komm, jetzt machen wir die ganze Horde mal platt. Lanze, das ist wichtig, weil Lanzen ist gegen diesen Typen geeignet.
Wir haben jetzt leider noch einen Fall. Das heißt, wir haben keine Chance mehr, mir aus der Luft anzugreifen. Wir haben jetzt wenigstens mal ein Schild. So. Ja gut, die hat schon den Monster, die Angriff. Okay, wie sieht's jetzt aus? Wir haben noch zwei, glaube ich, zu besiegen. Das Problem ist eben, wir haben kaum noch Leben. Und das sind zwei Viecher. Das sind zwei Viecher, ist das Problem. Wir müssen irgendwie den anderen in Schutz halten. Obwohl der Typ auch nicht wirklich stark ist. Komm. Also wenn das der letzte mich noch besiegt, ist es echt tragisch. Der hat nur einen Bogen. Der hat nur einen Bogen. Komm, das ist doch jetzt. Yes, wir haben es geschafft, Alter. Oh man. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu wenden. Alter, war das ein Schrein. Es war wirklich ein richtig schwerer Schrein. Jedenfalls für mich. Aber wir haben ihn gemeistert. Ich habe ihn geschafft. Holy moly. War das ein Schrein. Das war schwer, aber auch nicht wirklich unfair oder so. Weiß nicht, haben wir jetzt eigentlich diesen wegmachen den Stempel. Haben wir jetzt hier noch eine Truhe gehabt oder so, ist die Frage in diesem Schrein. Oder war hier nichts mehr? Was könnte noch was sein? Ja, bis auf diese Fässer hier gibt es eigentlich eh nichts Gescheites. Ich glaube nicht, dass wir noch hier in irgendeine Truhe haben, oder? Ich sehe jedenfalls keine hier. Ja, bloß selbst wenn der Schrein wäre so oder so geschafft. Nee, ich glaube, hier haben wir keine Truhe mehr. Jo. Dann würde ich sagen. Ach, die Truhe ist doch immer noch hier drin, genau. Mächtiger Konstrukt. Bogen, ein vorne, ah, das brauchen wir alle Fälle. Weg mit dem anderen Bogen. Haben wir den fotografiert? Haben wir auch schon, okay. Ja, dann wäre der Schrein geschafft und dann wäre diese Folge auch vorbei. So, hätten wir geschafft. Gut. So, und das war's auch schon mit Part 193 der Legend of the Kingdom. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.